Inzwischen ist es schon 17 Jahre her, seit Sega ein Soft Reboot seines Flaggschiff-Franchise versuchte. Dass das Ergebnis dies mehr als vergeigte, wurde über die Jahre praktisch zu Tode analysiert. Sonic the Hedgehog 2006, kurz Sonic 06, blieb den Spielern vor allem durch ewig lange Ladezeiten, Unmengen an Bugs sowie kaputten Mechaniken und natürlich diesem Vorfall hier in Erinnerung. Und doch gab es stets Spieler, die in dem gescheiterten Reboot den Kern eines guten Spiels sahen. Gerade wenn im Soundtrack so Banger wie Solaris Phase 2 angestimmt wurden, kam durch, wie groß die Ambitionen der Entwickler gewesen waren. Und die hätten sie vielleicht auch umsetzen können, hätte man nicht auf ein Furious Release zum Start der damals neuen Konsolengeneration gepocht und noch dazu das Team gespalten, damit nicht nur ein, sondern gleich zwei suboptimale Sonic-Erfahrungen geschaffen werden konnten. Rückblickend markierte Sonic 06 auch das Ende einer Ära, auf die einige Verschiebungen im Ton der späteren Spiele folgen sollten. Sonic Unleashed wurde nicht zuletzt wegen der Werehog-Stages zunächst ziemlich verrissen, und auch wenn zumindest die andere Hälfte inzwischen als eines der besten Sonic-Spiele und Begründer der Boost-Ära betrachtet wird, war es doch in gewisser Hinsicht der Anfang vom Ende. Ab Unleashed wurden die Rollen der Nebencharaktere drastisch reduziert, falls sie denn überhaupt auftraten. Kalas versuchte krampfhaft kindlich lustig zu sein und scheiterte dabei kläglich. Die Charaktere, die man kannte und liebte, wurden zunehmend zu Karikaturen ihrer selbst. Nach O6 schien plötzlich niemand mehr zu wissen, wie Shadow ursprünglich charakterisiert wurde, was zu seiner Mutation zum Meme-Edgelord führte. Knuckles wurde insbesondere in Sonic Boom komplett zerstört, Tails war spätestens in Forces nicht mehr als der Fuchs, der alleine Station Square gerettet und gegen Chaos vorgekämpft hat, wieder zu erkennen. Mit Charakteren wie Blaze und Silver wusste man auch nichts mehr anzufangen, sodass es eher irritierend war, wenn man sie dann aus irgendwelchen Gründen doch zurückbrachte. Sonic selbst blieb ebenfalls nicht verschont. Ich habe ein ganzes Video darüber, wieso Sonic und der Schwarze Ritter vielleicht der letzte Sonic-Auftritt unter einem kompetenten Autor war. Insbesondere Sonic Forces litt hier runter, da man uns auf der einen Seite erzählen wollte, Sonic sei monatelang gefangen gehalten und gefoltert worden, dieser dann aber kerngesund bei der ersten Gelegenheit aus seiner Zelle spaziert. Aber falls ihr bis hierhin auf das Gameplay im Hintergrund geachtet habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es erstaunlich bugfrei zuging. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das, was ihr da seht, ist kein Meth. Ist nicht Sonic 06. Das ist Sonic PO6, ein Remake in der Unity Engine unter Einsatz der ursprünglichen Assets. Dieses Remake vom argentinischen Entwickler Chaos X, der das Original übrigens nie selbst spielen konnte, beweist ziemlich eindrucksvoll, dass O6 das Potenzial hatte, die Nachfolge der Adventure-Reihe anzutreten, deren geistiger Nachfolger es auch offensichtlich sein wollte. Hier wurde sich nicht nur auf Bugfixes beschränkt, sondern auch fehlender Content restauriert und alle spielbaren Charaktere überarbeitet. Sonic PO6 enthält aktuell mit dem neuen Silver-Release alle Hauptstages für Sonic, Shadow und Silver. Die Soleana Hubworld, die diversen Nebenmissionen und die Bosskämpfe sind bisher nicht enthalten, bis auf letzteres sind es aber wohl nicht die Aspekte, die die Spieler vermisst haben. Gehen wir die Charaktere einmal durch. Sonic verändert sich auf den ersten Blick am wenigsten. Sein Spin-Dash verhält sich nun allgemein mehr wie ein Adventure, ihr müsst also nicht mehr stehen bleiben, um euch einzurollen, und der Spin-Dash sowie der Slide-Attack wurden nun auf unterschiedliche Buttons gelegt. Das Ausmaß der Bugfixes wird aber besonders in den Mark-Speed-Segmenten ersichtlich. Die Kollision funktioniert nun wesentlich besser, ihr sterbt also nicht mehr, wenn Sonic sich den Zeh stößt. Bei Zusammenstößen mit größeren Objekten werdet ihr außerdem etwas nach hinten geschleudert, sodass ihr die Chance bekommt, euren Kurs zu korrigieren. Aber die vielleicht wichtigste Änderung ist, dass ihr Sonic nun auch dann noch kontrollieren könnt, wenn ihr euch in der Luft befindet, während ihr vorher unaufhaltsam gerade ausgeschossen wurdet. Die Edelsteine aus dem Original kehren zurück, müssen aber nun in den Stages gefunden werden, bevor ihr sie einsetzen dürft. Dafür könnt ihr sie nun, wie im Handbuch des Originals auch angesprochen, aufleveln, indem ihr Gegner besiegt. Die Funktionsweise einiger dieser Fähigkeiten wurde general überholt, was sich besonders beim Purple Gem äußert, der jetzt nicht mehr missbraucht werden kann, um ganze Level-Segmente zu skippen. Was übrigens nur ging, weil Sonics Aktionsleiste im Original nicht funktionierte und dauerhaft voll blieb, was jetzt natürlich gefixt wurde. Wenn ihr alle Sonic-Stages mit S-Rängen abgeschlossen habt, könnt ihr den im Originalspiel geschnittenen Regenbogenstein finden, der euch die Transformation in Super Sonic ermöglicht. Tails Aktionsleiste zeigt nun, wie weit er noch fliegen kann, während Knuckles, ebenso wie Rouge, jetzt nicht mehr ständig an Wänden festklebt. Die Movesets aller Nebencharaktere wurden überarbeitet, was aber leider im Gesamtbild nicht so stark zur Geltung kommt, da wir sie immer nur sehr kurz spielen und nur Tails, Rouge sowie Blaze je eine eigene Stage haben. Es zeigt aber, dass O6 von allen Spielen die Nebencharaktere am effektivsten eingesetzt hat. Während man in Adventure 1 und 2 praktisch nur ein Sechstel der Zeit mit Sonic und höchstens ein Drittel der Zeit mit dessen Playstyle verbrachte, übernehmen die Nebencharaktere in O6 immer nur kurze Segmente, die speziell auf sie zugeschnitten sind. So wird etwas Abwechslung geboten, ohne die Hauptfiguren zu Nebencharakteren in ihre eigenen Geschichten zu machen. Ich hoffe aber, dass es genug Referenzen im Originalspiel gibt, dass man für Knuckles, Omega und Amy später noch die eine eigene Stage zusammenbasteln kann.
Shadow war im Original im Prinzip Sonic, aber ohne Spin Dash und dafür mit einer Combo-Attacke, die als Follow-up zu Homing Attack eingesetzt werden konnte, ein paar ziemlich nutzlosen Chaos-Angriffen und der Fähigkeit, im Laufe seiner Level Fahrzeuge einzusetzen. Nun bekommt er ebenfalls den verbesserten Spin Dash, seine Angriffe sind flüssiger und seine Chaos-Fähigkeiten sind besser in sein Moveset integriert. Während ihr levelt, werden Shadows Angriffe zunehmend stärker und schneller. Die Homing Attack wird durch den schnelleren Chaos Snap ersetzt. Wenn ihr seine Chaos-Stufe voll auflevelt, bekommt ihr auch wieder den Chaos Blast, der anders als im Original keine absolute Enttäuschung ist, sondern problemlos einen kleinen Raum restlos säubern kann. Animationstechnisch ist Shadow nun auch viel näher an dem, was wir aus den CGI-Cutscenes von O6 und Shadows eigenem Spiel gewohnt sind. Anders als Sonic sind Shadows Level vom Punktesystem aber weniger auf Geschwindigkeit und mehr auf Kampf ausgelegt. Genauer gesagt wollt ihr zusehen, dass ihr Gegnergruppen besiegt, ohne den Boden zu berühren, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Das wird insofern erleichtert, dass unter anderem der Einsatz des Chaos-Speers nicht nur Gegner betäubt, sondern auch eure Homing-Attack resettet. Ich wage zu behaupten, dass sich Shadow nie besser oder mächtiger angefühlt hat. Und das ist bevor wir alle seine Stages mit S-Rang beendet haben, denn dann können wir Shadows Uninhibited Mode freischalten. Vielleicht erinnert euch an Shadows letzten Kampf gegen Mephiles, wo er seine Inhibitor-Ringe ablegt. Das geschah auch im Anime Sonic X während des Kampfes gegen Final Hazard. PO6 lässt euch das auch in-game tun, nachdem ihr Chaos Level 3 erreicht und die Leiste ein weiteres Mal gefüllt habt. Shadows Chaos-Leiste leert sich dann noch schneller, dafür könnt ihr aber jeden Gegner im Spiel mit einem Treffer besiegen. Diese gewaltige Macht hat aber einen Haken. Wenn die Chaos-Leiste komplett leer ist, wird Shadow für mehrere Sekunden gelähmt und muss sich erst kurz erholen. Das ist in gewisser Hinsicht spannender als Super Shadow es gewesen wäre, aber ich hoffe trotzdem, dass wir das noch als alternativen Unlock bekommen. Rouge bekommt ähnliche Verbesserungen wie Knuckles und Tails, profitiert aber zusätzlich von einem neuen Radar, das ihr in Kingdom Valley und Tropical Jungle einsetzt, um Schlüssel zu suchen, die wie in Adventure 2 an zufälligen Orten versteckt sind. Und wir haben dafür ein Radar, das näher an Adventure 1 ist, als an seinem im Grund und Boden genervten Gegenstück im zweiten Teil. Omega ist jetzt eine laufende Tötungsmaschine samt Geschützmodus, ähnlich wie Gamma in Adventure. Das bringt uns zum jüngsten Neuzugang Silver, der jetzt immerhin so alt ist wie Sonic damals. Seien wir ehrlich, sein erster Auftritt war ein Verbrechen gegen die Menschheit. Silver bekommt natürlich auch einige Verbesserungen. Das im Original entfallene Speed-Upgrade ist nun Standard. Silver gleitet nun ab einer bestimmten Geschwindigkeit über den Boden. Gegenstände aufzuheben und zu werfen fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht mal so gut an. Irgendwie habe ich das besser in Erinnerung, aber im PO6 scheinen die Fadenkreuze nur Vorschläge zu sein und oft sehe ich auch, dass selbst ein geladener Wurf zwar trifft, aber keinen Schaden anrichtet. Das ist aber auch kein Dealbreaker, weil Silvers andere Fähigkeiten das gut ausgleichen. Er kann nun mühelos einzelne Gegner auf Distanz oder Gruppen durch einen Schockwellenangriff betäuben. Danach kann er sie hochheben und wieder fallen lassen, was immer ein Instant-Kill ist. Um ehrlich zu sein, finde ich das bei größeren Gegnern sogar schon zu stark. Mit einem der Upgrades, die ihr in Silver Status finden könnt, bekommt ihr sogar den Wellenangriff, den Silver in Sonic Generations eingesetzt hat. Und auch Silver bekommt eine Art Supermodus, wenn ihr alle seine S-Ränge habt. Das ist aber mehr ein allgemeines Upgrade, das ihm verstärkte Fähigkeiten, passive Geschossabwehr und geringeren Energieverbrauch beschert, wodurch Silver noch mehr zu einem psychokinetischen Gott wird. Allerdings kann dieser Modus aktuell nicht durch das Töten von Feinden verlängert werden, anders als bei Shadow, was seinen Einsatz etwas umständlicher macht, als er sein müsste. Nichtsdestotrotz setzen Speedrunner ihn bereits sehr strategisch ein, um ganze Areale zu skippen. Zu Silver übrigens eine Trinkspielidee, die garantiert niemanden ins Krankenhaus befördern wird. Jedes Mal einen Shot trinken, wenn Silver Psychokinesis oder Power sagt. Funktioniert besonders gut in Tropical Jungle und Kingdom Valley. Was Silvers Amigos angeht, hier profitiert insbesondere Amy, deren Moveset jetzt weitgehend dem aus Adventure entspricht. Die komische Tarnfähigkeit fällt weg, dafür kriegt sie ihren Hammer zurück und ihr Doppelsprung ist viel angenehmer. Blaze war ohnehin schon eine der besseren Nebencharaktere, was das Gameplay betraf, da sie doch recht nah an Sonic ist. Was auch Sinn ergibt, da sie in ihrem Debüttitel Sonic Rush als Sonics Gegenstück in ihrer Dimension etabliert wurde, bevor man ihr spätestens ab Generations jede Persönlichkeit und Eigeninitiative nahm. All die anderen kleinen und großen Änderungen durchzugehen, würde Stunden dauern. Von den technischen und grafischen Upgrades ganz zu schweigen. Aber was wir hier haben, wirft die Frage auf, wie sich das Franchise hätte entwickeln können, wäre das Original aus 6 auch nur halb so gut geworden. Vielleicht hätte Sonic Team sich dann nie vom Adventure-Spielstil distanziert. Andererseits hat man bisher auch nie ein Problem damit, die Sachen über Bord zu werfen, die funktioniert haben. Was wir hier auf jeden Fall haben, ist die definitive Sonic aus 6 Erfahrung, die sogar schon eigene Mods bekommen hat. Und ich glaube, dass PO6 ein gutes Grundgerüst für ein Remake der Adventure-Reihe sein könnte. Solche Bemühungen gab es tatsächlich bereits für Sonic und die Geheimen Ringe, aber so sehr ich das auch Fans dieses Spiels gönne, halte ich Adventure 1 und 2 für offensichtlichere Kandidaten, da diese von der Spielphysik viel näher dran sind. Chaos X hat hier wirklich etwas Beeindruckendes geschaffen. Etwas, weshalb ich froh bin, dass Sonic nicht Nintendo gehört. Sega ist beim besten Willen kein perfekter Publisher, aber immerhin lassen sie die vielen Sonic-Fangames in Ruhe. Nintendo hätte hier sehr schnell eingegriffen. Und auch wenn das Remake nicht alles richten kann, wie die stellenweise ziemlich hirnrissige, da offensichtlich nie überarbeitete Story,
Seien wir ehrlich, hätte das Spiel damals so funktioniert, hätten wir ihm den Rest auch noch verziehen.